Ein schöner, bunter Blumenstrauß. Wenn Matthias sich diesen Blumenstrauß anschaut, dann sieht er für ihn so aus. Matthias ist nämlich farbenblind. Genauer gesagt, er ist farbenschwach. Er kann einige Farben nicht erkennen und andere sieht er anders als die anderen Leute. Woher kommt das? Um das herauszufinden, muss man erstmal wissen, wie wir Menschen überhaupt Farben sehen. Das hier ist ein Modell von einem Auge. Wenn man da reinschaut, sieht man vorne die Linse. Durch sie fällt das Licht in unser Auge. Hier hinten liegt die Netzhaut. Auf ihr befinden sich ganz viele kleine Sinneszellen. Die kann man nicht so richtig sehen, deshalb haben wir sie mal nachgebaut. So ähnlich sehen sie aus. Mit den grauen Stäbchen können wir alle Grautöne sehen und die bunten Zapfen sind für das Farbsehen zuständig. Es gibt tausende von Zapfen in jedem Auge, aber nur drei Zapfenarten. Zapfen mit blauem, mit grünem und mit rotem Farbstoff. Und mit denen können wir so viele bunte Farben sehen. Wie funktioniert das? Wenn man eine rote Blume ansieht, dann wirft diese Blume rotes Licht zurück, das auf die Netzhaut im Auge fällt. Dort werden die Zapfen von dem Licht angeregt, aber nur die roten. Eine blaue Blume wirft blaues Licht in unser Auge. Das Licht trifft auf die Netzhaut und regt die blauen Zapfen an. Das Licht einer grünen Blume wiederum regt die grünen Zapfen an. Was ist aber, wenn wir eine gelbe Blume sehen? Dann fällt gelbes Licht auf die Netzhaut, aber es gibt ja keine gelben Zapfen. Das macht nichts, denn jetzt werden einfach die roten und die grünen Zapfen gleichzeitig angeregt. Was? Rot und grün ergibt gelb? Bei einem Malkasten ergibt rot und grün zusammengemischt mit Sicherheit nicht gelb, sondern eher ein hässliches Braun. Dass aus der Mischung von Rot und Grün gelb wird, funktioniert nur beim Licht und ist hier im Spektrum des Deutschen Technikmuseums in Berlin sehr gut zu beobachten. Wenn rotes Licht auf eine Fläche gestrahlt wird und Grünes dazukommt, dann ergibt das tatsächlich gelb. Mischt man rotes und blaues Licht, dann ergibt das Pink oder Magenta, wie es richtig heißt. Und kommen alle Farben zusammen, dann entsteht Weiß. Das ist da in der Mitte zu sehen. Sieht man eine weiße Blume, fällt weißes Licht auf die Netzhaut und regt alle Zapfensorten gleich stark an. Deshalb sehen wir Weiß. Wir können mit nur drei Zapfenarten tausende von Farben sehen, weil die Lichter immer wieder neu zusammengemischt werden. Aber was ist los, wenn jemand wie Matthias farbenschwach ist? Dann fehlen Zapfen. Bei Matthias fehlen zum Beispiel die mit rotem Farbstoff. Seine Netzhaut sieht so aus, er hat nur Zapfen mit grünem und blauem Farbstoff. Deshalb kann er die roten Blumen nicht als rote Blumen erkennen. Auch die gelben Blumen sehen für ihn anders aus, da sich ja Gelb aus Rot und Grün zusammenmischt. Ob jemand farbenschwach ist, kann man anhand solcher Tafeln feststellen. Ein Normalsichtiger sieht hier eine 8. Matthias kann hier nichts erkennen. Und hier kann ein Normalsichtiger nichts erkennen, Matthias sieht aber hier eine 2. Aber ob farbenschwach oder nicht, Matthias kommt mit seiner Farbauswahl immer gut zurecht. Naja, fast immer jedenfalls.